Parashat HaShavua, die wir gelesen haben, Parashat Shemini. Parashat Shemini, wir lesen da eine sehr, sehr wichtige Sache dort. Wir sehen, wie die zwei wunderschönen, gescheiten und super guten Söhne von Aaron Kohen, wie sie am fröhlichsten Tag, der Tag, an dem der Mishkan aufgebaut wurde, alle sind fröhlich, alle haben eine riesengroße Freude. Nicht nur auf der Welt, sondern auch oben im Himmel. Himmel und Erde haben die große Freude gehabt, wo jetzt der Mishkan, der Tempel, aufgebaut wurde, wo Gott nachher seine Gegenwart dort runterbringen kann. Und zu diesen Zeiten kommen die zwei Söhne von Aaron HaKohen, Nadab und Abihu. Und die beiden Söhne nehmen Räucherwerk und machen einen Gottesdienst mit dem Räucherwerk. Ktoret. Von diesem Räucherwerk, während alle fröhlich sind und von allem genießen dort, von diesem Räucherwerk kommen jeweils zwei Schnüre aus Feuer raus, kommen in die Nasen von den zwei Söhnen von Aaron und verbrennen sie von Inneren und beide sterben. Der fröhlichste Tag. Der Tag, an dem alle Freude haben, plötzlich diese zwei wunderbaren, beide sterben, steht geschrieben dort über Aaron HaKohen, Vaidom Aaron. Und Aaron schweigte. Vaidom Aaron. Das ist der große Lob von Aaron. Aaron HaKohen. Normalerweise jemand, der gleichzeitig zwei super tolle Kinder sterben. An so einem Tag hätte vielleicht irgendwas traurig. Ja, wieso hast du es mir angetan? Nein, nein. Vaidom Aaron. Onkelus, der Übersetzer der Tora, steht geschrieben dort, Veshabach Aaron. Über Vaidom, schweigen. Veshabach Aaron. Was ist Veshabach? Er hat gelobt. Und Aaron lobte. Durch diesen Schweigen, den er geschwiegen hat, den er nichts gesagt hat, er hat Gott damit gelobt. Dieses Schweigen war eigentlich ein... Er hat damit etwas gezeigt. Er hat damit geredet und gesagt, sogar in so einem Fall, ich schweige und ich weiß das, was Gott gemacht hat. Er ist der Gerechte und er weiß, was er tut. Aber die Weisen lassen es nicht so. Die Weisen, Talmud der Rubin, Seite 63, sie fragen, wieso sind diese beiden Tzadikim? Wieso sind diese beiden auf so einer grausamen Art und Weise an so einem Tag so verstorben? Weil Ktoret, das Räucherwerk, wir haben gesehen, da, noch vorher, als dort die Leute gestorben sind in der Wüste, Gott sagt zu Aaron, Moshe sagt zu Aaron, nimm das Räucherwerk und stell dich mit dem Räucherwerk zwischen den Toten und den Lebendigen. Von wo wusste es Moshe Rabbeinu? Als Moshe Rabbeinu zum Berg Sinai hinaufging, um die Tora zu bekommen, er hat nicht nur die Tora gebracht, sondern alle Engel, die dort waren, jeder hat Moshe Rabbeinu ein Geschenk gegeben. Alita lamarom shavita shevi, lakachta matanot ba'adam. Er hat Geschenke mit sich genommen. Und auch der Todesengel hat Moshe Rabbeinu auch ein Geschenk gegeben. Was? Er hat ihm gesagt, ich verrate dir ein Geheimnis. Und zwar, überall, wo es das Räucherwerk gibt, Ktoret, an dem Platz habe ich keinen Eingang. Dort kann ich nicht rein. Überall, wo es gibt Ktoret, das Räucherwerk, dort kann ich nicht rein. Deswegen Leute, also wenn es Probleme gibt oder so, die nehmen sofort vom Sidur Bituma Ktoret und lesen es. Manche bestellen es sogar auf ein Pergament geschrieben. Die lesen es vom Pergament, das was du hast, vom Pergament, lesen es von dort, was sehr, sehr Großes. Manche sogar, wenn es irgendwelche Wohnungen gibt, wo die Wohnung mit schlechter Energie ist. Was macht man da? Man nimmt diese Pituma Ktoret, das Räucherwerk, was im Sidur geschrieben steht. Man geht damit rundherum um die Wohnung dreimal und liest laut dieses Pituma Ktoret. Das verscheucht alle negativen Energien von der Wohnung weg. Wie konnten wir da von der Mühe sterben?
Das ist die Frage. Die beiden supergroßen und super Söhne von Jakob Avinu, von Aaron Cohen, ausgerechnet mit dem Räucherwerk sterben sie? Und was haben sie so Schreckliches getan? Sie sind gekommen und haben Gottesdienst gemacht. Die haben das Räucherwerk gebracht. Unsere Weisen sagen einige Gründe, warum, aber wir beschäftigen uns heute mit einem Grund. Mipneshe horu hora'a bifne rabam. Sie haben geantwortet oder sie haben eine Entscheidung getroffen neben ihrem Rabbiner. Shekol amore hora'a bifne rabo chayav mita. Jeder, der antwortet oder der eine Entscheidung trifft neben seinem Rabbiner, ist des Todes schuldig. So schlimm ist das? Was ist so schlimm dabei? Gemara erzählt uns, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, der große Rabbi Eliezer, er sitzt im Bet HaMidrash, jemand fragt eine Frage. Und es gibt immer die Obergescheiten, schreien sofort raus. Ja, ja, das ist erlaubt. Nein, das ist verboten. Es gab so einen Schüler von Rabbi Eliezer. Er sagt, ja, das, was du gefragt hast, es ist erlaubt. Rabbi Eliezer kommt nach Hause zu seiner Frau, Ima Shalom, und sagt ihr, weißt du, dieser und dieser eine Typ bei mir, mein Schüler, ich werde mich wundern, wenn er das Jahr noch vollendet. Wenn er noch bis zum Ende des Jahres noch überleben wird. Wieso? Weil er hat ein Gesetz vor mir gesagt. Rabbi Eliezer, er wusste es. Was ist nachher passiert? Dieser Schüler, das Jahr ist nicht zu Ende gegangen und dieser Schüler ist gestorben. Und da stellt sich die Frage, Rabbi Eliezer, Schüler, es gibt keine Liebe, die so groß ist, wie ein Rabbiner seine Schüler liebt. Es ist so wie seine eigenen Kinder. Und Rabbi Eliezer, das war ein Schüler von dir, du hast ihn sicher geliebt vom ganzen Herzen. Wieso hast du ihn nicht verziehen? Verzeih ihm doch. Verzeih ihm doch. Und außerdem steht geschrieben, wenn irgendjemand wegen dir bestraft wird, so sagt Gott, du kommst nicht neben mir, ich will dich neben mir nicht haben. Du bist ein Zadik, du bist ein Gerechter. Jemand hat dir was Böses angetan. Und wegen dem wird dieser jemand bestraft. Sag Gott, ja, die Strafe, die muss er büßen, die wird er bekommen. Aber wegen dir habe ich jemanden bestraft. Ich will dich auch nicht neben mir haben. So mein Vater, zwei Kinder streiten sich, ja. Und der eine war schuldig, der Vater bestraft den Schuldigen. Er ist jetzt auch auf den anderen ein bisschen böse. Wieso wegen dir muss ich ihn jetzt bestrafen? So sagt Gott, ich will dich nicht neben mir haben. Rabbi Eliezer, passt irgendwie nicht zusammen. Rabbi Eliezer, wieso verzeihst du ihm nicht? Es ist dein Schüler. Wegen ihm wirst du auch nachher nicht neben Gott sitzen. Verzeih ihm doch. Aber die Gemara sagt, es hängt nicht davon ab, ob er verzeiht oder nicht. Es geht nicht darum, dass er ihn beleidigt hat oder nicht. Weil wir könnten denken, vielleicht, warum ist das so schlimm, dieses Gesetz? Weil dadurch, dass du jetzt als Schüler rausgeschrien hast, die Antwort, oder geantwortet hast oder irgendeine Entscheidung getroffen hast, damit zeigst du, na, okay, dann der Rab ist mit vollem Respekt, aber ich bin auch ein Mann der Amar. Ich bin auch jemand, der Entscheidungen treffen kann. Gemara sagt uns nein. Es ist nicht wegen dem, nicht wegen der Beleidigung des Rabbiners. Weil Rabbi Eliezer, er hat ihm sicher vom ganzen Herzen verziehen. Sondern Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi sagt, jeder, der antwortet vor seinen Rabbiner, jeder, der irgendwelche Entscheidungen trifft vor seinem Rabbiner, dann was soll ich tun? Wenn jemand kommt und fragt, sagt, da ist ein Rabbiner, frag den Rabbiner. Du neben deinem Rabbiner darfst nicht antworten. Kol, jeder, der antwortet neben seinem Rabbiner, Azil le Sheol belo valad, er geht runter, tief in die Höhle, ohne Kinder zu hinterlassen. Von wo lernen wir das? Und das, von wo das wir das lernen? Joshua war im Lager. Joshua, der Schüler von Moshe Rabbeinu. Und er hört dort zwei Propheten, die prophezeien. Was sagen sie dort?
Sie sagen, Moshe wird sterben und Joshua wird uns nach Israel reinbringen. Eldad und Medad, mit Nabim Machane, zwei Propheten übrig geblieben sind. Joshua, er war so gekränkt, wie könnt ihr so etwas über meinen Lehrer Moshe sagen? Er geht sofort zu Moshe und sagt ihm, Adoni Moshe Kelaem, mein Herr Moshe, bitte, steck sie ins Gefängnis. Es wird geschrieben, Joshua, du gibst den Rabbiner einen Rat, was zu tun, du sagst ihm, was er zu tun hat. Deswegen, Joshua hatte keine Kinder gehabt. Warum? Er hat neben den Moshe, neben seinen Lehrer, hat er eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, so und so soll es sein. Mach bitte das und das. Joshua hat eine Entscheidung getroffen. War das jetzt als Beleidigung für Moshe oder war das für die Ehre von Moshe? Für die Ehre von Moshe. Es hat ihm wehgetan, dass man seinen Rabbiner sagt, dass er sterben wird. Ja, auch wenn es die Ehre von dem Rabbiner ist, trotzdem ist es nicht gut. Trotzdem, du bringst was Schlechtes damit. Warum? Midrash Rabbah steht geschrieben, Amar Rabbi Akiva, Am Israel, sie wurden verglichen mit einem Geflügel. Genauso wie ein Geflügel ohne Flügel nichts wert ist, so sind Am Israel ohne ihre Gelehrten nichts wert. Ein Vogel ohne Flügel, ist es was wert? Ein Viech, ein normales Tier, wenn er kein Geflügel hat, ist es ein normales Tier, kein Geflügel, ist kein Problem. Aber Am Israel ist wie ein Vogel ohne Flügel hat keinen Wert. Und diese Flügel, das sind die Gelehrten, das sind die Rabbiner, ohne dem ist es kein Wert. Und was machst du damit? Wenn du jetzt kommst und sagst, okay, ich kann auch antworten und du antwortest neben deinem Rabbiner, du zeigst, okay, wir sind im gleichen Niveau. Das, was er weiß, weiß ich auch. Und damit bringst du dich selbst nachher in Schwierigkeiten. Gemara Chayga, Seite 14, da steht geschrieben, Rav Dimi sagt, dass Jeschaja Navi, der Prophet Jeschaja, er hat 18 schlimme Prophezeiungen über Israel gesprochen. Kelalot, also Flüche. Ja? 18 Flüche hat Jeschaja über Israel gesprochen. Velo nitkare radato, und er hat sich nicht beruhigt, bis er nicht einen Pasuk gesagt hat. Dann, das war das Knockout. Also das war das Schlimmste von allen. Was war das Schlimmste von allen? Yiravu anar bazaken v'anikle banichbad. Der Junge wird stolz sein neben den Alten. Das heißt, der Alte wird erniedrigt und der Junge wird stolz sein und sagen, hey, ich sag dir, was zu tun ist. Und der Geringe neben den Gelehrten. Das heißt, die Kleinen werden den Großen sagen, was sie zu tun haben. Er ist jung, er ist klein, er hat doch nicht viel, aber er hat ein bisschen Geld. Und er wird dann sagen, okay, du mach das, Quodarab, wieso machen sie das? Das ist der schlimmste Fluch, den Jeschaja fluchen konnte. Iravu anar bazaken. Wenn ich lebe, ich habe es einmal in Jerusalem, sind gegangen ein paar Rabbiner von den großen Rabbinern, gehen vorbei und die sehen dort ein paar Chicos, die sitzen dort und tratschen, plaudern und so, und die sehen die Giganten, Reis, sehr, sehr große, gehen vorbei und die ignorieren sie. Sagt der eine zu dem anderen, schau, Jemot am Mashiach sind gekommen. Hirabu anar bazaken. Das ist das, was die Schau gesagt hat. Dass die Kleinen, die werden nicht die Großen ehren. Sagt er, na, was redest du, das ist doch nichts. Es werden noch Zeiten kommen, und das war, das was ich erzähle, das war vor ein paar Jahrzehnten. Die haben prophezeit, das was jetzt passiert. Es werden noch Zeiten kommen, wo wir dort sitzen werden irgendwo, und diese Jungen werden vorbeigehen, und die werden uns nachher sagen, schau diese Frechen an, sie stehen nicht auf für uns. Normalerweise steht man, die stehen nicht auf für uns. Das wird vor dem Mashiach wieder sein. Leider Gottes, wir sehen, dass sehr, sehr wichtig ist es, dieses
zu wissen, es gibt den Talmid Chacham, es gibt den Gelehrten, und man muss auch aufpassen, dass man nicht zur Beschämung von Talmid Chacham, von den Gelehrten kommt. Es steht geschrieben, dass das auch im Monat Chachamim. Im Talmud, Baba Batra, Seite 75, dort wird erzählt über Rabbi Yochanan. Eines Tages Rabbi Yochanan, er hat in seinem Schul gesagt, Be'ezrat Hashem, wenn der Mashiach kommen wird, wird Gott am Eingang von Jerusalem, er wird dort die Tore so verzieren, so schön, mit Edelsteinen, die 30 Ellen mal 30 Ellen groß sind. Das ist 15 Meter mal 15 Meter, ein Diamant. Kennst du so einen Diamant, großen Diamanten? Ein Diamant, der groß ist 15 Meter mal 15 Meter. Mit solchen Diamanten wird Gott die Tore von Jerusalem verzieren. Ein Schüler war dort und gesagt, heutzutage ein Diamant so groß wie ein Ei kannst du nicht finden. 15 Meter mal 15 Meter, mal vorstellen so etwas. Eines Tages dieser Schüler musste geschäftlich verreisen. Er war auf dem Schiff. Er war ein bisschen langweilig, wollte vielleicht Zigarette rauchen, was weiß ich was. Er geht ans Deck und schaut sich das Meer an. Plötzlich, er schaut im Meer, er sieht dort Engel. Und diese Engel haben Steine geschliffen und vorbereitet, Edelsteine, große Diamanten. Die waren 15 Meter mal 15 Meter. Er redet jetzt mit den Engeln, sagt er, wusstest du's? Was macht ihr da? Sagen sie, oh, das, wir bereiten schon jetzt vor, wenn der Moschiach kommen wird, werden diese Steine am Eingang von Jerusalem stehen. Pii, er war ganz erstaunt. Mein Rabbiner, was er gesagt hat, er macht seine Geschäfte, kommt zurück, küsst die Hand vom Rabbiner, Kvod Arab, sie sollen weiterhin so reden, das, was sie jetzt gepredigt haben, weiter reden sie darüber. Genau das, was sie gesagt haben, genau das habe ich gesehen. Was war die Antwort vom Rabbiner? Pschoi. Was hätte ich zuerst mal gesagt? Ich? Ja, danke vielmals, mein Lieber, ich weiß, ich hab eh gesagt. Das hätte ich gesagt. Aber Rabbi Yochanan, nein. Rabbi Yochanan sagt ihm, Reka, übersetzt Reka, Nutzloser. Reka, ilmale lo raita lo emanta. Hättest du es nicht gesehen, so hättest du nicht daran geglaubt. Melagleg al divrei chachamim ata. Du verspottest die Wörter der Weisen. Vechol melagleg al chachamim chayav mita. Jeder, der die Weisen verspottet, der über die Wörter der Weisen spottet, ist des Todes schuldig. Es wird geschrieben, Nathan enav boat, seine Augen auf ihn, mit seinen Augen auf ihn geschaut, ve'asau galatzamot, und er hat ihn gemacht zu einem Haufen von Knochen. Tick-tack, hingeschaut, plötzlich gestorben. Wie? Er ist zu dir gekommen, hat gesagt, kola kavot kvod arab, das, was sie gesagt haben. Ja, hättest du es nicht gesehen, hättest du es nicht geglaubt. Und jetzt auch da, der Schüler, was für ein Schüler war das? Jemand, Der Schüler von Rabbi Yochanan, das genügt schon. Schüler von Rabbi Yochanan? Außerdem, jemand, der Engel gesehen hat. Hat jemand von euch Engel gesehen? Schwierig, ja. Noch nicht in diesem Niveau. Besser das schon bald. Ja. Er hat auch mit ihnen geredet. Sie gefragt, sie haben ihnen geantwortet. Das heißt, es ist jemand, das auch die Engel irgendwie respektieren und mit ihm auch reden. Trotzdem sagt Rabbi Yochanan, ja. Hättest du nicht, du warst nicht treu zu meinen Wörtern. Weil hättest du es nicht gesehen, hättest du nicht geglaubt, deswegen hat er gemacht, was er gemacht hat. Ja. Wir sehen da, sehr, sehr wichtig, manchmal wir hören, der Rav sagt irgendetwas, ja, aber wer weiß was. War eine Geschichte mit Or HaChaim HaKadosh. Ja, dieser Rav Yochanan, ich bin Gott, weil der andere ist bestraft worden wegen ihm. Nicht bestraft worden. Darüber redet auch der Ben Ischai, darüber erklärt genau das, sehr oft wie das im, kommt es im Talmud vor. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai, er hat auf ihn geschaut und hat ihm zu einem Haufen Knochen gemacht. Mit den Augen. Wie?
Er hat von die in dem einen großen Niveau, die haben gesehen, die konnten sehen bei jedem Menschen nicht das, was wir sehen, sondern die haben gesehen, das Gute und das Böse in ihm. Und die haben das ganze Gute von ihm abgesaugt und zum guten Platz gebracht und das Böse ist nachher geblieben und wurde zu einem Haufen von Knochen. Das heißt, dort nicht, dass er bestraft himmelswegen wurde, sondern da auf hier bekommst du das, damit du nachher im Himmel reinkommst. Jetzt, Or HaChaim HaKadosh, muss ich erzählen. Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, einer der Giganten bei uns. Das ist eine Sgula, wenn jemand keine Kinder hat, Moze Shabbat, seine Kommentare über die Torah zu lesen, zu lernen, Baduku Menose. Wenn jemand lange keine Kinder hat, lesen darüber und man wird Kinder bekommen. Oder wenn jemand seine zweite Hälfte finden will. Moze Shabbat, man lernt Or HaChaim HaKadosh und man bekommt das Ganze. Er war dieser Rabbiner, er außer der großen Weisheit, die er gehabt hat, er hat auch ein bisschen Geld gehabt. Er war ein reicher Rabbiner. Zwar sehr selten, aber gibt es manchmal. Ein reicher Rabbiner. Und er mit seinem Geld, er hat es gut ausgenutzt, er hat damit Gelehrte gehalten. Und außerdem, es war bei ihm der Brauch, einmal in der Woche eine Kuh zu kaufen und diese, den Fleisch dort zu verteilen an allen den Gelehrten, an den Rabbinern. Eine Woche lang, in einer Woche ist es so geschehen, dass es überhaupt keine koschere Kühe gab. Nur eine ist koscher rausgekommen und die hat schon Rabbi Chaim Ben Attar, Or HaChaim HaKadosh, er hat ihm vorhin schon diese gekauft. Es war ein großer Millionär dort in dieser Stadt, bei ihm Shabbat ohne Fleisch geht nicht. Er muss unbedingt am Shabbat Fleisch haben. Vielleicht war er Bukhare, Leute. Und er hat, kommt zum Fleisch, er sagt ihm, gib mir bitte 2-3 Kilo Fleisch. Sagt er, gibt es keine. Es gibt nur da so und so viel Kilo, aber das Ganze ist Or HaChaim HaKadosh. Das gehört ihm, er hat schon den Freunden bezahlt. Ich kann dir leider davon nichts geben. Wenn der Rabbiner dir erlaubt, das ist das, was da gibt. Gibt es kein Fleisch diese Woche. Nun, er kommt zum Rabbiner, sagt, Bruder Rav, ich bitte Sie sehr, ich werde Sie auch sehr gut dafür bezahlen. Bitte geben Sie mir ein Stück Fleisch, 2-3 Kilo, ich brauche das für Shabbat. Ich sage, tut mir leid, ich habe da das letzte Stück, das ist schon für mich vorbestellt, für einen Gelehrten, der den ganzen Tag Torah lernt, dem muss ich das geben. Er sagte, ja, aber bitte, Quod Rab, ich werde Ihnen das Doppelte bezahlen, das Dreif, ich sage Ihnen die ganze Kuh. Aber ich sagte, es tut mir leid, ich verkaufe das nicht. Das ist schon für jemanden bestimmt. Für wen ist das bestimmt? Einen Gelehrten, Talmid Chacham. Sagte, aber ich bin auch ein Gelehrter. Was? Nicht nur er kann lernen, ich habe auch gelernt, Torah. Er hat das mit so einem Ton gesagt. Nun, ist nicht so schlimm. Ich bin auch so. Or HaChaim sagt, es tut mir leid, er hat nicht mit ihm diskutiert, ist weggegangen. Im Himmel war man böse auf ihn. Auf Or HaChaim, nicht auf den Frechen, auf den Or HaChaim. Wie konntest du eine Beleidigung eines Gelehrten hören und schweigen? Was war da Beleidigung? Es war eine Beleidigung. Er hat sich selbst verglichen mit den Gelehrten. Ja, du hast Geld, Kol HaKavod, aber er ist ein Gelehrter. Als Strafe, er muss, Or HaChaim, muss 7 Jahre Galut, in Exil, rausgehen. Er darf niemandem zeigen, dass er Or HaChaim ist. Und er muss als armer Mensch, unbekannt, von Stadt zu Stadt gehen und nirgends länger als eine Woche bleiben, als armer Mann. Und dieser Leid wird ihm diese Sünde wieder gut machen. Sünde, was war schlimm daran? Ja, aber laut seinem Niveau war das schlimm. 7 Jahre lang. Nun, kein Problem. Er bekommt diese Nachricht vom Himmel, er macht sich auf den Weg, zieht sich um und geht fort. Auf dem Weg, das war Parashat Bechukotai. Auf dem Weg, 42 Kommentare über den ersten Satz, über die ersten zwei Wörter. Im Bechukotai Telechu. Wenn ihr meinen Wege gehen werdet. Und bei ihm auf dem Weg, 42 Kommentare auf diese drei Wörter. Er geht in den Wald hinein und dort plötzlich hört er jemanden tut Holz hacken und sagt, Lichvot Shabbat Kodesh. Lichvot, oh, sagt er, ein Jude, da habe ich jetzt irgendwo was zum Essen. Er kommt, ja, Shalom Aleichem, ich bin Jude, gibt es da irgendwo einen Platz, wo ich Essen, Shabbat verbringen kann? Gibt es eine, ja, nicht weit, da ist die Stadt. Wenn du willst, kannst du bei mir am Shabbat bleiben.
Er weiß noch nicht, was für einen Ehrengast er bei sich zu Hause hat. Orachaim Akadosh. Ja, danke, danke, danke vielmals. Und sagt, wir gehen am Freitagabend in die Synagoge. Dort gibt es nachher die Drascha, einen Vortrag von unserem Rabbiner. Chazak. Und der Rabbiner, die kommen dorthin. Der Rabbiner war auch ein sehr großer Gelehrter. Und bei dem Vortrag sagt Moray Verabotai, ich habe vom Himmel bekommen eine Nachricht. Ich habe heute 14 Kommentare von unserem großen Gelehrten, großen Rabbiner, Rabbi Chaim Ben Attar, Aura Chaim HaKadosh. Ich habe 14 von seinen Kommentaren heute bekommen. Ich will sie euch jetzt sagen. Und der Rabbiner beginnt zu sagen, erste Kommentar, zweite, dritte, 14 Kommentare. Aura Chaim HaKadosh, seine Kommentare. Sagt er, ja, ich weiß. Chaim Ben Attar hat das gesagt. Die Leute, was? Wie nennst du ihn? Chaim Ben Attar, wo ist der Rav, Rabbiner? Die wollten ihn zusammenschlagen. Rav sagt, hey, beruhigt euch, sein Gast. Er weiß noch nicht, wie groß dieser Rabbiner ist. Er wird das nie wieder tun. Lass ihn. Okay, Tom. Sie gehen nach Hause, essen, Kiddush und so. Und der Holzhacker sagt, du, pass auf, das ist hier die Leute, die sind starke, sie können sich solche Sachen nicht anhören. Am nächsten Tag in der Früh, Suda Shnia, sie gehen wieder in die Synagoge, Shacharit. Und wieder sagt, ich habe jetzt vor dem Gebet habe ich bekommen noch 14 Kommentare über diese ersten drei Wörter. Und er erzählt sie auch, er sagt, ja, ich weiß, Chaim Ben Attar hat das eh gesagt. Wie Chaim Ben Attar? Sie wollten schon Sachen auf ihm schmeißen. Wieder, man haltet sie auf, hey, lass, bitte, er ist ein Gast und er kennt sich vielleicht nicht aus. Du, pass auf, er ist ein großer Rabbiner, man darf das nicht so sagen. Sag, Harav Chaim Ben Attar. Okay. Nun, Suda Shlishit, der Rav ganz in Hai. Er sagt, ich habe noch 14 Kommentare bekommen und ich werde es euch jetzt sagen. Er sagt das und sagt, ich kenne Chaim Ben Attar, das er gesagt. Die waren geplatzt, die nehmen ihn, heben ihn auf und schmeißen ihn in den Keller, geben ihm ein paar Kicks und schmeißen ihn in den Keller und sagen, so, da bleibst du jetzt. Mozei Shabbat, wir werden ihn jetzt am Eingang der Synagoge, wir werden ihn binden und nachher jeder, der jetzt von der Synagoge nach der Havdalah, jeder, der rauskommt, spuckt auf ihn und schmeißt auf ihn einen Stein. Das ist eine Strafe dafür, dass er den großen Rabbi Chaim Ben Attar beleidigt hat. Jetzt, er ist dasselbe, Rabbi Chaim Ben Attar. Und, Galut, er darf nicht sagen, wer er ist. Nun, Shabbat geht langsam aus und der Rav, alle warten auf den Rav, dass er jetzt die Avdalah macht. Der Rav nimmt den Becher in die Hand, versucht die Avdalah zu machen und sagt, ich kann leider nicht die Avdalah nicht machen. Man sagt mir, wir haben eine große Schuld, wir haben eine große Sünde gemacht. Aura Chaim HaKadosh kann wegen uns nicht die Avdalah hören. Und plötzlich, Moment, Aura Chaim HaKadosh? Die haben sofort nachher mitbekommen, dass der eine dort, er selbst Aura Chaim ist. Die haben ihn rausgenommen, auf den Boden gefallen. Bitte um Vergebung, bitte um Verzeihung. Er hat ihn sicher verziehen, aber nachher hat er schon gesehen, das war für ihn ein Zeichen, dass seine Galut hiermit beendet wurde. Also er hat die Buße, er hat bezahlt für das, dass er einmal gehört hat. Eine Beleidigung eines Gelehrten und geschwiegen hat, hat er mit diesem Leid, den er gelitten hat, hat er es damit bezahlt. Du siehst, wie schwierig und wie groß es ist. Deswegen, wir werden mit Besatz in ein paar Wochen bei den Sprüchen der Väter kommen wir zu dieser Mishnah. Isaru begachalatan, man soll sehr, sehr aufpassen mit der brennenden Kohle von den Gelehrten, weil die Gelehrte ihre Kohle, sie wärmt zwar auf, aber sie kann auch brennen. Pass auf und mach ja keinen Fehler. Baruch Adonai l'olam, amen v'amen, Rabbi.